Ja, was ist bloß mit dem DAX los? Gestern haben doch die Amerikaner so, naja, sagen wir mal, eine kleine Party gefeiert und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Die Party begann bei den US-Indizes im Grunde in Asien. Da hat offenkundig Chinas Führung beschlossen, dieses Downgrade, diese Abstufung von Moody's nicht auf sich sitzen zu lassen und ein bisschen ein Feuerwerk abgebrannt, um zu zeigen, nee, wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Man hat massiv Geld in den Bankensektor gepumpt, die Notenbank in diesem Fall. Man hat animiert, Aktien zu kaufen. Genau das ist passiert. Die US-Futures gingen nach oben. Und dann nach US-Eröffnung im Kassamarkt ist dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel passiert. Man ist mehr oder weniger da geblieben, wo man ist. Das heißt, die Asiaten haben praktisch die Amerikaner dahin gestoßen, dann diese Party zu feiern. Aber diese Party war nicht in Europa. Es ist nicht nur der DAX, der gestern nicht Zugewinne hatte verbuchen können, auch in Frankreich, in England, in Italien sehen wir keine Gewinne der Indizes. Warum ist das so? Das ist eine gute Frage und die Frage erklärt sich wahrscheinlich und möglicherweise dadurch, dass wir in den letzten Wochen ja im Grunde und verstärkt seit der Macron-Wahl dann in der Stichwahl gesehen haben, dass sehr, sehr viele Gelder nach Europa geflossen sind und im Prinzip hier schon investiert sind und dann einfach die Käufer fehlen, während diese Gelder oft abgezogen worden sind aus den US-Märkten. Da waren also im Prinzip ein paar Leute unterinvestiert und so erklärt sich, dass wir gestern wieder so ein ähnliches Muster gesehen haben. Der Nasdaq geht voran. Es sind die großen Aktien wie Amazon, das gestern fast die 1.000 Dollar Marke erreicht hat. Inzwischen ist man bei Bewertungen nicht nur bei Amazon, sondern auch bei anderen großen Tech-Firmen, die doch sehr, sehr sportlich sind. Und auffällig ist auch, wenn man sich mal die Daten anschaut, dass es seit 6 Monaten keine Insider-Käufe gibt. Also aus dem Management dieser großen Firmen, Amazon etc., beträgt die Insider-Käufe null, während eben hier in sogar verkauft worden ist seitens der Insider. Im Prinzip gehen also die Investoren auf dieselben Aktien, diese Fang-Story, die ich schon öfter erzählt habe, und die Insider nehmen da Gewinne mit, kaufen nicht. Das sollte uns ein Warnsignal sein. Wir haben jetzt beim S&P nach Schiller KGV jetzt praktisch die 30er Marke schon erreicht. Es wird sicherlich gut gehen, gar keine Frage. Beim DAX ist es nicht gut gegangen. Wir haben ziemlich volatilen Seitwärtshandel gesehen, dazu gleich mehr im Chart. Gestern dann die OPEC-Entscheidung, die zu wenig war. Hier 9 Monate Verlängerung der Produktionskürzung. Das reicht nicht. Öl dann minus 5%. Das hat Energiewerte nach unten gebracht und das ist auch das Thema jetzt in Asien, wo wir sehen, Nikkei minus 0,4%, Energiewerte eben vorwiegend unter Druck, China weitgehend unverändert, Australien unter Druck, eben wegen den Energiewerten. Wir haben heute interessante Stories in Sachen Trump. Erster Bericht, den der Spiegel lanciert hat, unter Berufung auf Teilnehmer dieser Sitzung, dass Trump in Brüssel gesagt haben soll, die Deutschen seien sehr, sehr schlecht. Sie verkauft Millionen Autos in den USA und andersrum sei das überhaupt nicht der Fall. We will stop this, also wir werden das beenden. Eine leichte Drohung an die Autoindustrie, die ohnehin in Problemen ist in Deutschland nach diesem der Ausweitung von Dieselgeld jetzt auch auf Daimler, Fiat sowieso. Gestern dann General Motors in den USA auch mit bestimmten Fahrzeugtypen, die etwa 15% der Umsätze ausmachen, unter Druck, hier Abgasdinge manipuliert zu haben. Also das wird noch ein lustiges Spiel. Das ist die erste Sache zu Trump. Die zweite Sache zu Trump ist, dass sich meine Vermutung offenkundig bestätigt, dass Jared Kushner, sein Schwiegersohn, wohl diese Person ist mit diesen engen Russland-Kontakten, die untersucht werden. Das hat man heute berichtet seitens der Washington Post, wenn ich mich richtig erinnere. Aber gehen wir gleich mal in die Termine heute und da fällt auf, wir haben das BIP, zweite Veröffentlichung. Die erste war ja plus 0,7, sehr, sehr schwaches Quartal. Jetzt erwartet man in der zweiten Veröffentlichung plus 0,9. Wir haben die Aufträge langlebiger Wirtschaftsgütern, Rückgang erwartet von 1,2% und die Verbraucherstimmung Uni Michigan, auch die zweite Veröffentlichung, da dürfte nicht wahnsinnig viel passieren. Gehen wir mal rein in die Charts, nachdem ich Ihnen noch sage, dass die Daten aus Europa eher positiv überraschen in den letzten Wochen und Monaten. Die Daten aus den USA negativ überraschen. Mal sehen, ob das so weitergeht. Wir haben hier den DAX, wie er sich gestern volatil präsentiert hat. Erst rauf mit diesen Future-Käufen der Chinesen, dann sind wir über die 12.700er Marke, sind dann in einem Rutsch gefallen bis 12.537 und haben uns dann nervös hier eingependelt nach aktueller Indikation. Gehen wir vielleicht 10 Punkte tiefer
hier in den X-DAX-Handel 12.605, 12.610 nach aktueller Indikation. Was haben wir noch? Wir haben den Dow Jones 21.066, kurz die 21.100er Marke gekratzt. Wir haben gestern Intraday-Allzeithoch beim S&P 500 bei 2418. Jetzt sind wir etwas tiefer. Wir haben den VIX unter der 10er Marke. Das sind wieder interessante Niveaus nach meiner Auffassung. Da wird Nervosität und Vola früher oder später wieder reinkommen. Wir sehen den Nasdaq wie immer praktisch in der Führungsrolle dieser Index. Wir haben den Euro-Dollar, der sich an der 1,12er Marke hält, obwohl die Daten aus Europa eben deutlich besser sind. Wir haben den Dollar-Yen etwas schwächer bei 111,56 sehen. Stärke beim Yuan, da will also Peking nach wie vor nichts anbrennen lassen. Der Dollar schwach seit dem Fed-Protokoll. Wir sehen die 10-jährige US-Staatsanleihe stärker. Gestern Anleihen gestiegen und Aktien gestiegen. Seltsam, nicht gestiegen ist Öl, $48,62. Einfach zu wenig, was die OPEC geliefert hat. Wir sehen leichtes Aufwärtsmomentum wieder bei Gold, 1258. Und Silber bei $17,18. Also, wie geht's weiter? Der DAX ist irgendwie so ein bisschen angenockt, hat man das Gefühl. Es muss diese 12.700 nachhaltig überschritten werden. Und dann könnte das was werden, aber möglicherweise fehlen jetzt einfach die Käufer. Die sind alle schon drin. Wer soll jetzt kaufen? Das ist die große Frage. Achten Sie heute auf 14.30. Wir werden das bei Finanzmarktwelt wieder so live wie möglich bringen und analysieren jetzt erstmal Grundstart in diesem Tag. Bis dann, ciao.